Internet, hier ist wieder Bacon-Sack für euch und willkommen zu meiner neuesten One Piece Kapitelbeschreibung von Kapitel 975. Wundert euch nicht über den ganzen Kram, der im Hintergrund rumliegt. Das sind die Überreste vom letzten 24-Stunden-Stream auf Twitch und das sind auch die ganzen Amiibo-Gewinne, die ich noch fein so über dich verpacken muss und an euch rausschicken muss. Und deswegen kommt das Video auch erst jetzt und einen Tag später, am Montag und nicht schon am Sonntag. Aber ich glaube, es ist abzusehen, dass diese Videos zukünftig immer montags kommen werden und nicht direkt sonntags, weil das Kapitel kommt so gegen 16, 17 Uhr auf Manga Plus offiziell raus und um 19 Uhr fange ich an zu streamen. Ich habe in dieser Zeit, in dieser kurzen Zeitspanne, absolut nicht die Ressourcen und die Zeit, das Video zu filmen, zu bearbeiten, hochzuladen, das klappt nicht. Deswegen stelle ich mal eher darauf ein, dass das montags kommt. Und falls ihr noch nicht die offizielle Manga Plus Übersetzung lest, solltet ihr das tun, denn alles andere ist illegal und hat sowieso vehemente und krasse Übersetzungsfehler. Und das hat Manga Plus halt nicht. Das ist halt der offizielle Release for free im Internet. Unterstützt das. Und ja. Es tut nur genau eine Woche lang weh, wenn ihr hinten dran seid, als irgendwelche illegalen Seiten, die die Kapitel schon am Donnerstag oder Freitag hochladen. Aber dafür habt ihr dann eine vernünftige Übersetzung und macht vor allem nichts Illegales. Es tut einmal weh und ansonsten ist es auch nur ein Wochenrhythmus. Also, ja. Und zum letzten Kapitel möchte ich noch sagen, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Komurasaki ja, als sie eingeführt wurde, auch als Euran beschrieben wurde. Was ist eine Euran? Eine Euran ist quasi im feudalen Japan die edelste aller Edelnutten gewesen. So, die war so edel, das war so eine Hurenchefin, dass sie sagen konnte, pass auf, du kannst mich zwar buchen, aber ich unterhalte mich nur mit dir. Ich gehe nicht mit dir in die Kiste. Und das ist ja im Prinzip auch das, was wir gesehen haben, was Komurasaki am Anfang gemacht hat mit den Leuten. Hat gesagt, hey, gib mir doch mal mehr Geld. Hintenrum hat sich dann Kiyoshiro gegeben, der es wiederum an die Armen verteilt hat. Wahrscheinlich so war, dass sie nie mit irgendwem großartig in die Kiste gegangen ist. Weil sie, wie gesagt, die Edelnuttel der Edelnutten war. Ja, so viel dazu. Das heißt, es ist eigentlich okay. Ich finde es immer noch seltsam, wie Oda das gehandhabt hat, aber so viel dazu. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Kapitel und dieses Kapitel ist der Hammer. Mega geil, also wirklich mega geil. Cover Story geht weiter hier mit Carbon und seiner Frau und die knutscht den Oleg ab und ja, okay, Cover Story. So, dann sehen wir direkt auf dem ersten Panel, Shinobu ist gefesselt von irgendwelchen Schlangen. Deswegen hat sie Momonosuke nicht helfen können gegen Kanjuro im letzten Kapitel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Schlangen jetzt echte Schlangen sind, ob das Schlangen sind, die Kanjuro gezeichnet hat oder ob das Schlangen sind, die von Orochi kommen oder irgendwo anders her. Aber wenn sie gezeichnet wurden von Kanjuro, dann frage ich mich, warum hat er nicht irgendwas anderes gezeichnet, um Shinobu zu fesseln? Aber gut, jedenfalls sehen wir, deswegen ist sie außer Gefecht gesetzt. Und die Strohhüte sind jetzt halt angekommen und oh my goodness, ich habe es im letzten Kapitel schon gesagt, aber hier sehen wir es jetzt nochmal ganz deutlich. Ruffy trägt endlich einen richtigen Piratenkapitänsmantel. Ja, Mann! Richtig geil. Ich finde das mega, Mann. Ich finde das mega cool. Ich hoffe, das bleibt nicht nur so ein Einmal-Ding, dass er jetzt einmal kurz für diesen Kampf oder für diesen Arc hat, sondern dass das jetzt ein eine permanente Designänderung an ihm ist, dass er jetzt immer diesen Piratenmantel trägt, um auch einfach mehr wie Shanks oder einen Piraten-Captain halt einfach auszusehen. Die anderen haben zum Teil auch andere Klamotten an. Die eine Hälfte der Strohhüte sind noch sehr japanisch gekleidet. Die anderen sind relativ normal wieder gekleidet. Man sieht das zum Beispiel hier oben bei Franky und Lysop. Lysop hat hier so Teile von so einer Samurai-Rüstung und Franky hat hier auch so einen Samurai-Helm. Und dieses Seil, was er um seine Lenden sich gebunden hat und dann hier so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, sagen wir mal seine Pimmelfahne, die auch sehr asiatisch ist. Also er trägt eine Pimmelfahne. Brook wiederum ist sehr normal wieder angezogen. Er trägt einen schwarzen Anzug. Robin sieht auch noch sehr japanisch aus mit einem Kimono. Sanji wiederum auch wieder normal. Chopper auch als Samurai gekleidet. Und Zoro auch wieder normal.
Wie man sieht, er hat das seltsame grüne Haarteil, hat er verloren. Nami hingegen hat jetzt eine Kombination aus ihrem Kunoichi-Outfit und so eine Art Samurai-Panzerung auch noch dabei. Und selbst die Wolke, die sie von Big Mom gestohlen hat, trägt jetzt auch einen Samurai-Helm. Ich bin mal gespannt, ob es da einen Rückkampf gibt. Also ich kann mir nicht... eigentlich vom Powerscaling her wäre es völlig absurd, dass Nami Big Mom irgendwas antun kann. Aber ich bin mal gespannt, ob es da einen Rückkampf gibt. Eigentlich muss das passieren. Weil sie hat die Wolke dabei, die sie Big Mom geklaut hat. Und Big Mom ist ja jetzt mit Kaido zusammen in der Allianz. Und eigentlich muss es da was geben. Ich bin gespannt, was Oda da macht. Es dürfte eigentlich nicht sein, dass Nami Big Mom besiegt. Dann wäre, wäre das Kräfteverhältnis völlig ab absurdum geführt. Aber vielleicht konstruiert Oda ja auch irgendeine Situation, wo das sein kann. Mal sehen. Mal sehen. Jedenfalls bin ich wirklich gespannt. Dann sehen wir hier, Kinemon entschuldigt sich, aber dann tauchen auf einmal die Schiffe der Hard-Piratenbande, also Laws-Bande und die Piratenbande von Kid auf. Die Beast-Piraten und Kaido prahlen noch so ein bisschen, dass sie ja hier die ganzen Schiffe zerlegt haben, die jetzt hier eigentlich an der Bucht ankern sollten. Und dass sie halt damit den großen Angriff vereitelt haben. Und dann droppen sie nochmal kurz, dass halt eben, wie eben schon erwähnt, Big Mom jetzt auch am Start ist. Nicht nur, dass sie jetzt gegen Kaido gehen. Das war ja schon, also schon ein hartes Brett. So, shit was serious already. Aber jetzt heißt es halt auch noch, sie gehen zusätzlich auch noch gegen Big Mom, also noch gegen den zweiten Kaiser. Und du siehst die Panik in dem Gesicht von Law und Kid, finde ich, ganz gut. Und ja, der braune Stift ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen am Malen bei denen. Aber Ruffy und die anderen beiden lassen sich nicht lang lumpen. Sagen einfach, komm, wir zerlegen einfach die Schiffe. Eine richtig geile Szene. Man sieht hier Ruffy mit seinen Gum-Gum-Kräften. Kid zieht sich mit seinem Magnetismus an das Schiff ran. Und Law einfach mit seinem Room. Schon sind sie auf dem Schiff und einfach mal hier, diese Seite. Wie geil ist das denn? Alle packen sie ihren Signature-Move aus und BAM! Das gesamte Schiff explodiert halt. So, da bleibt nichts mehr da, wo es vorher war. Alles wird völlig zerfickt. Und alle, die da drauf waren, haben mal sowas von gelitten. Und dann streiten sie sich quasi noch, wer jetzt hier der geilste von den dreien ist. Wer ist der coolste, so nach dem Motto. Und das finde ich mega cool, dass es so eine Art Rivalität gibt. Zum einen ist das quasi die Fortsetzung vom Sabaody-Archipel, wo sie sich das erste Mal getroffen haben. Zum anderen vermittelt das für mich so ein bisschen so den Eindruck, wie das auch schon in der letzten großen Piraten-Ära war, in der letzten großen Generation, als du gesehen hast, wie Roger und Whitebeard mit ihrer Rivalität umgegangen sind. Und ja, jetzt müsste man sich überlegen, wer ist. Wahrscheinlich Ruffy müsste Roger sein, Law würde ich als Whitebeard sehen und dann ist Kid vielleicht sowas wie Shiki, Goldener Löwe, ich weiß es nicht. Aber wenn man das in drei Charaktere aufteilen müsste, würde ich es wahrscheinlich am ehesten so sehen. Und ich finde das cool, weil das ist wieder so ein bisschen Spiegelvorhalten. Das, was die alte Generation gemacht hat, wird auch in der neuen Generation Bestand haben. Mega coole Szene. Ich habe richtig Bock zu sehen, wie die alle zusammen auf Kaido draufgehen und die da alle auseinandernehmen. Ja, dann streiten sie sich, wie gesagt, noch ein bisschen darum. Und dann, zack, kommt der nächste Charakter, das nächste Schiff wird zersägt und Kyoshiro gibt sich als Denjiro zu erkennen. Und dann so... Was zum Fick, Oda? So, er sagt nochmal übrigens, es ist so unnötig. Ich habe mich ja schon vorher darüber aufgeregt, dass ich es sehr an den Haaren herbeigezogen finde, dass er sich äußerlich so verändert, dass die anderen ihn nicht mehr erkennen und seine Haare durch schieren Willen und seine Gesichtsstruktur durch schieren Willen und Wut verändert. Ich kenne die Legende von Asura und dem Krieger, der sein Sein verändert, weil er zu viel Hass in sich trägt und so weiter und so fort. Trotzdem ist das sehr... sehr weit hergeholt. Und dann finde ich es einfach so komplett unnötig, ja, von Oda zu sagen, hier übrigens, der Typ, das waren nicht seine richtigen Haare. Er trug eine Perücke. Und dann denkst du so, echt jetzt, Oda? Das willst du nochmal glaubwürdig erklären? Nicht die anderen Punkte bei seiner Transformation? Er hätte nicht einfach zum Friseur gehen können? Nein, er trug eine Perücke. Na gut, okay. Jedenfalls erkennen sie ihn jetzt und er hat natürlich, so wie es vorausgesagt hatte tatsächlich, in der letzten Kapitelbeschreibung, er hat jetzt die ganzen Truppen dabei, die doch gerettet wurden. Die sind nicht untergegangen, die sind alle am Start, denn, das ist das Geile dabei, die haben die Nachricht, womit sie ja an den anderen Hafen gelockt wurden, richtig verstanden. Ganz im Gegenteil zu Kinemon, denn Yasui hat sich ja quasi geopfert, nur um diese Nachricht abzuändern.
Und alle haben sie verstanden. Ja klar, wir müssen in den und den Hafen gehen, an die und die Stelle. Nur Kinemon hat das nicht gecheckt und hat das halt so den roten Schwertscheiden gesagt. Und deswegen wussten alle, wo sie hin müssen, bis auf Kinemon und die roten Schwertscheiden. Und da Conjuro ja nur mit Kinemon unterwegs war, hatte er halt auch die falsche Information und konnte deswegen den Plan nicht vereiteln. Und das, finde ich, ist ein geiler Move. Das ist so typisch One Piece. Weil das ist, nennt es Vorsehung, nennt es Schicksal, nennt es wie auch immer, also dämlicher Slapstick. So. Es ist halt so richtig Glück im Unglück. Du siehst hier so Kinemons Gesicht und denkst dich so, fuck, das war knapp. So, ich weiß nicht, ob Denjiro weiß, dass Kinemon das nicht gecheckt hat und er wissentlich sagt, von wegen, ja, Kinemon, du bist der Geilste, oder ob er es selber nicht verstanden hat und er wirklich Kinemon für den Geilsten hält. Ist aber auch egal, weil es gibt den Leuten, die jetzt hier am Kämpfen sind, Hoffnung und Hype und nimmt die mit. Und ja, ich finde es aber eine richtig coole One-Piece-Lösung sozusagen. Ja, Kinemon war der Einzige, der es nicht gecheckt hat und ja, tü-tüm. Finde ich cool. Wobei man auch sagen muss, ich verstehe gar nicht, warum die jetzt hier auf diesen 5400 Mann rumreiten, die sie jetzt am Start haben, weil wie viel gab es auf der Fischmenscheninsel? So, Hoodie Jones, der hatte wie viele? 100.000 Mann? Und von den 100.000 Mann ist doch die Hälfte nach einem Blick von Ruffys Königshaki umgefallen. So, warum? Mir ist schon klar, dass die Samurai von Wano echt taffe Typen sind und dass auch Kaido in seiner Bande deutlich stärkere Leute haben wird. Aber alles in allem sind doch die meisten davon sowieso nur Kanonenfutter, Alter. So, deswegen verstehe ich gar nicht, warum die jetzt hier so krass drauf rumreiten. Das meiste oder das Relevante werden sowieso nur die Hauptcharaktere machen. Aber gut, sei mal dahingestellt. Aber Hauptcharaktere, ich bin richtig gehypt jetzt auf den Kampf, der jetzt kommen muss. Und wenn wir sehen, dass Oda halt die Outfits der Charaktere angepasst hat, habe ich mir schon gedacht, kann es vielleicht schon jetzt auf Kampfpaarungen hindeuten, dass vielleicht die eine Gruppe, die halt relativ japanisch gekleidet, sich um Gruppe A kümmert und die Gruppe, die halt wieder in ihren normalen Outfits ist, sich um Gruppe B kümmert. Vielleicht ist das so. Alles in allem hoffe ich einfach wirklich, dass Wano, was die Kämpfe jetzt betrifft, wieder so wird wie Alabasta, wieder so wird wie Inis Lobby. Dass jeder Charakter einen eigenen Kampf bekommt, dass sie richtig austeilen dürfen, dass die Character Development haben, dass die sich in den Kämpfen nicht nur von ihrer Kraft, sondern auch von ihrem Charakter an sich weiterentwickeln und dass wir wieder richtig geile Kämpfe sehen. Ich will Chopper kämpfen sehen, ich will Robin kämpfen sehen, ich will Frankie kämpfen sehen, Lysop, Charaktere, die seit Ewigkeiten keinen richtigen geilen Kampf mehr hatten. Sanji, oh mein Gott, Sanji muss einen richtigen krassen Arc-Gegner bekommen. Und so wie Oda jetzt bisher so das Setup aufbaut und quasi die Spielsteine in Position bringt, habe ich so das Gefühl, dass das tatsächlich auch gut rüberkommen könnte. Ich bin gehypt wirklich für Wano, für den Kampf, der jetzt kommt und freue mich. Also ich finde, das war ein geiles Kapitel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und nächste Woche gibt es übrigens kein One-Piece-Kapitel. Oda macht Pause. Das heißt, ich muss wieder irgendein anderes One-Piece-Video machen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir doch auch unten in die Kommentare. Vielleicht nicht direkt sowas wie, was ist denn das wahre One Piece? Weil das würde jetzt wahrscheinlich kein 10-Minuten-Video werden, sondern es wäre eher so ein 2-Stunden-Video. Sondern was Kleineres eher. Wenn ihr Ideen habt, schreibt mir das doch unten in die Kommentare. Denn ja, nächste Woche muss ja auch wieder ein One Piece-Video rauskommen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und tschüss und Hause Bause. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht bei meinem Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.